Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Stranded Deep im Karibischen Ozean mit meiner kleinen Hütte, die ich in der letzten Folge fertiggestellt hatte. Ich bin in einer neuen Aufnahmesession und habe zwischenzeitlich im Livestream nochmal gespielt. Und habe da noch einiges an Erfahrung gewinnen können, sozusagen. Hier diese kleine Kante kann man mit einer kleinen Leiter überbrücken. Und ich habe zuletzt ja hier Seile abgelegt, die Palmwedel hier rein. Und wie geht's uns? Uns geht's gut. Wir könnten noch ein bisschen was trinken. Die Möwen sind das hier. Wir könnten mal was trinken. Ist hier Wasser drin? Jo. Einmal. Nochmal Wasser. Ach komm, noch ein letztes Mal. Dann füllen wir auch nochmal hier die Palmwedel auf. Das ist schon das erste nachgefallen. So, das ist immer der erste Tab ins Inventar. Ruckelt sich so ein bisschen ein ab. Ja, es müsste reichen, ein Palmwedel. Den legen wir hier oben drauf. Dann können wir aber eigentlich noch ein bisschen holen. Ja, Hütte ist fertiggestellt. Ja, im Livestream war das so, dass es auch kam, Mensch, warum hast du auf dieser kleinen Startinsel gebaut? Das lohnt sich eigentlich nicht. Eigentlich auf eine andere Insel. Zieh doch um. Jetzt habe ich aber gerade eine Hütte hier hingestellt. Das wäre ja auch ein bisschen schade, wenn ich jetzt sofort umziehen würde. Vielleicht finden wir ja noch eine gute Insel. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, genau wie die Karte aussah und wo es Sinn macht, hinzureisen. Was ich jetzt probieren werde, ich habe ja hier Krabben und Fische und so weiter und ich hoffe, die sind noch gut, denn die muss ich mit dem Messer behandeln. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob ich ein Messer irgendwo abgelegt hatte. Aber das finde ich nie wieder, wenn ich das hier auf den Boden hingelegt habe. Okay, und was ich vergessen habe, drei Hämmer. Und ich habe mir in einer der letzten Folgen so mit viel Mühe neue Hämmer gebaut und so viele Ressourcen verschwendet. Eiderdaus. Das war ein harter Fail, muss man sagen. Und es kam auch nochmal als Tipp, Sachen machen. Zum Beispiel hier diese Pippi Plants. Die sind unheimlich wichtig, denn im Livestream ging es mir so, eine Schlange hat mich gebissen auf einer fremden Insel. Und es hat dazu geführt, dass ich direkt kapeis gegangen bin. Deswegen gucken wir direkt, dass wir hier ein Gegengift erstellen und dann kümmern wir uns die Fische. Und ich müsste mir ein Messer machen. Ich brauche irgendwie ein Messer. Das habe ich wirklich nicht mehr, gell? Das habe ich irgendwo abgelegt. Es hat sich sogar einer der Zuschauer die Mühe gemacht, rauszusuchen, wo ich dieses Messer verloren habe. Der absolute Wahnsinn, wie ihr hier aufpasst und teilweise die alten Folgen durchforstet, wo denn das Messer hin ist. Und dann hieß es, ja, das hast du irgendwo auf der einen Insel in den einen, auf dem Schiff in den Container gelegt. Aber das ist echt der Hammer. Was überhaupt nicht der Hammer ist, ist, dass ich hier keine Steine mehr habe auf meiner Insel. Und ich glaube, ich habe auch hier keinen Stein, den ich abbauen kann, obwohl ich mir das Werkzeug herstellen könnte. Gell, der blinkt nicht, ja. Ich habe ja letztes Mal versucht, diesen Stein abzubauen, aber das ist keiner, den man abbauen kann. Das sind andere Steine und den gibt es hier nicht. Oder haben wir einen von denen, der hier leuchtet? Oder es kommt aufs Werkzeug an. Bin mir unsicher, weil die Dinger sehen halt aus, als könnte man sie abbauen. Hier können wir auf jeden Fall wieder Seile abbauen. Das sollten wir uns auch... Okay, nehmen wir es händisch mit. Das sollten wir auf jeden Fall auch nutzen, weil Seile sind wichtig. Und so wie es aussieht, müssen wir wirklich hier noch auf eine andere Insel, um uns Steine zu holen. Ich glaube auch, das war mein Resümee bei der letzten Folge, als ich gesagt habe, und bald geht's auf die andere Insel. So, haben wir noch irgendwas vergessen? Da liegt noch eins. Nee, Steine haben wir hier wohl nicht mehr. Wir sind out of Steine. Oder ich habe noch welche im Boot drin. Beim letzten Mal hatte ich doch, glaube ich, welche im Boot gelagert. Da wollte ich auch nochmal gucken, was hier drin ist. Das ist übrigens der Anker, damit ich meinen Raft hier vor der Insel ankern kann. Das habe ich auch wirklich nicht genutzt. Und, wir haben keinen Platz im Inventar. Dann machen wir mal das Raft leer, dass wir damit auch Sachen transportieren können. Jetzt kann ich mir echt kein Messer machen. Das ist doch zum Heulen, oder? So, dann droppen wir das daher. Das droppen wir dahin. Und die Seile. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen ordentlichen Stack Seile übrig. Den Labeler. Haben wir hier irgendwo noch Platz? Nö. Kommt der hier hin? Speer sollte man mitnehmen. Wegen Krabbenangriff und so weiter. Den Bauhammer können wir definitiv hier lassen. Den droppe ich mal hier bei der Angel. Und leider kann ich hier die Fische nicht auseinandernehmen, weil ich einfach kein Messer habe. So, Kompass, Bandage sollten wir mitnehmen, eine Axt sollten wir mitnehmen, die noch 2,7% hat. Okay, dann müssen wir uns drüben auf jeden Fall eine neue Axt machen.
Wir gucken mal. Komm ich hier rein? Wie viel brauchen wir, um eine Axt herzustellen? Ein Seil. Dann nehmen wir auch nur ein Seil mit. Das langt. Und jetzt räume ich kurz den Schüssel hier aus dem... Das ist echt blöd, wie ich das hier gebaut habe. Hier raus. So. Wobei das Fleisch wird mit Sicherheit vergammeln. Da bin ich mir relativ sicher. So, hat man nicht irgendwo... nur drei Kisten? Ich hatte ich nicht mehr mitgenommen? Das war alles im Livestream. Wurde ich mich auch mal angeschrien. Minjas, nimm doch mal die Kisten mit. Damit hast du mehr Platz im Inventar. Zack. Eieiei. Oh, das ist aber vergammelt. Das sollte man nicht mehr essen. Naja. Gut. Was haben wir noch? Durst haben wir nicht wirklich. Dann hauen wir jetzt ab mit dem... So, so. Schieben geht wohl nicht. Müssen wir es doch ziehen. So, bei welcher Insel waren wir denn schon? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, bei der Insel waren wir schon bei der Insel, oder? Wir merken uns mal, in welche Richtung wir gefahren sind. Wir fahren Richtung Südwesten. Das heißt, Nordosten ist unsere Heimat. So, Paddel raus. Paddel raus. Und los geht das. So, ich habe auch mal das Gewackel weiter runtergestellt. Habe ich im Livestream auf 0 gestellt. Dann hält sich das Gezappel im Hintergrund. Und es kann sein, dass es jetzt gleich wieder einen Cut gibt, wenn hier nichts Größeres passiert. Wenn ich nämlich hier überfahre. Ne, Moment, das hat er nicht umgestellt. Moment, ich stelle es um, bevor uns hier allen schlecht wird. Leider kann man die Option nur, wenn man hier das Paddeln aufgibt. Das war, glaube ich, über Grafik, Field of View, nein, nein, nein. General, hier, Motion Sickness, 0. Ja, ja, Language haben wir überhaupt nicht verstellt. Kommt übrigens auch mit dem größten, großen Update. Ich glaube, ich hatte es in einer der nächsten, letzten Folgen gesagt. Soll dann auch die Übersetzung im Spiel einen Einzug finden. Und dann ist auch die Möglichkeit, dass das Spiel deutsch übersetzt wird. Da freuen sich bestimmt manche, die jetzt vielleicht das Spiel noch nicht gezockt haben, weil es halt noch nicht übersetzt worden ist. Ach, so ist doch viel angenehmer. Moment, das ist die falsche Insel, oder? Die ist die richtige. Oder? Nee, ist die richtige. Ich sag jetzt mal, das ist die richtige. Wir fahren hier rüber. Wir brauchen Steine, wir brauchen Holz und was weiß ich noch. Und hoffentlich bin ich auf die richtige Insel gefahren. Sonst sind wir für immer verloren. Soll ich das nochmal prüfen? Ich glaube, ich prüfe das gerade nochmal. Nordosten auf die Insel. Doch auf die Insel. Okay. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Dann doch die, die näher aussah. Ich paddel. Ich paddel. So, ich würde sagen, ich paddel mal zu der Insel. Und sofern nichts Aufregendes passiert, mit der Hai nicht vom Boot schnicken will, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, kleiner Cut. Willkommen zurück. Wir sind auf der Insel angekommen. Wobei ich mir gerade unsicher bin, ob ich nicht auf dieser Insel schon war. Weißt du, was ich jetzt mal probiere? Ich probiere das jetzt mal mit dem Anker. Kann ich den hier... Jetzt zu... Okay, wir sind zu flach. Wir hätten das weiter draußen. So. Da auf dem Boot ist eine Kiste. Weißt du was? Da schwimme ich jetzt hin. In der Hoffnung, dass hier der Hai nicht ist. Ich habe eine Bandage dabei. Aber bis jetzt sehe ich ihn nicht. Das hat aber nichts zu heißen. Oh, Bälle. Zack. Zack, die Kiste nehmen wir mit. Das finde ich halt ein bisschen... Ich bin mir unsicher, ob das früher anders war. Dass man die Kisten ins Inventar stecken kann, finde ich irgendwie dumm, oder? Du packst ja keine komplette Kiste in die Hosentasche. Oh, hier ist die Tür offen. Da ist auf jeden Fall Blech. Wie? Wie kann ich nicht essen? Ah. Ah.
Überlebensration würde ich ja schon ganz gern mitnehmen. Weißt du was? Ich nehme auch die mit. So, ein bisschen Sauerstoff. Wir gucken mal, was in der Kiste ist. Dann kann ich vielleicht umpacken. Aber es sieht nicht so aus, als wäre ich schon mal gewesen. So. Nein, nein! Boah. Blödes Ding. Okay. Okay, das können wir rausnehmen. Das können wir rausnehmen, das stackt. Warte mal, dann machen wir es anders. Holz. Die Lampe können wir rein. Wobei, wir müssten Sachen reinmachen, die stacken, ne? Wobei, die können ja auch im Inventar stacken, das ist völlig egal. So. Ja, so passt. Dann haben wir einmal Holz drin. Und dann nehmen wir die Kiste mit und dann können wir nämlich hier unten noch die das Cloth holen. So. Bällchen. Nehmen wir auch mit. Oh, da sind sie alle weg. So, 4 Stück müssen wir mitnehmen können. Wir können sogar 5 mitnehmen. Jetzt in so ein Segel getreten und direkt verreckt. So, das müsste auch stacken. So. Dann lass uns mal die Kiste absetzen. Okay, Holz. Das werde ich mal rauslegen und das werde ich hier kurz vorsortieren. Ups. Und okay. Wir sortieren das hier erstmal und dann packe ich es in Kisten rein. Nicht, dass ich jetzt über die Insel laufe und ständig die Taschen voll habe. Das wäre irgendwie dumm. So. Hügelchen. Legen wir ab. 1, 2, 3, 4. Rollt ihr weg? Ihr rollt nicht weg, ne? Pipi-Pflanze? Keine Pipi-Pflanze. Das brauchen wir nämlich dringend. Pipi-Pflanze brauchen wir, Steine brauchen wir. Aber es sieht ganz gut aus, dass wir hier noch nicht waren. Das ist schon mal perfekt. Dann kann ich mal gucken, ob ich mir eine Axt machen kann, eine neue. Wir können uns zumindest so ein Messerchen machen. Und sagen, wir sammeln jetzt erstmal Steine. Und ich nehme mal lieber einen Spieß in die Hand. Oh, was ist denn hier? Oh. Ein Überlebenden-Camp. Aber die liegen hier so. Und noch eine Kiste. Und noch ein Stein. Hier was zischen gehört? Pipi-Pflanze? Keine Pipi-Pflanze. Wir brauchen Pipi-Pflanzen. Immens wichtig. Hier ist eine alte Feuerstelle mit einem alten Topf. Sieht irgendwie schick aus, oder? Und da geht schon wieder die Sonne unter. So, wir müssen auf jeden Fall Pipi-Pflanzen finden, denn diese Pipi-Pflanzen klingen zwar komisch, sind aber sehr hilfreich. Oh, hier ist gar nichts drin. Nice. Gut. Essen und Lampe. Okay, dann machen wir hier die Bleche rein. Dann fangen wir hier an mit Steinchen. Haben wir schon 4? Ja. 1, 2, 3, 4. Und Holz deckt ja noch, ne? Gott, ist dunkel. Tarp können wir noch mitnehmen. Die können wir auch in die Kiste packen. Jo. So. Habe ich denn... Ich habe doch eine Lampe dabei. Warte mal, dann nehme ich mir die kurz raus, um hier Sachen zu suchen. Damit ihr auch was seht, ne? Und sehen wir auch die Schlange, die uns ins Bein gleich beißen wird. Die olle Plinse. Müssen nur ein bisschen aufpassen. Da ist noch ein Blech. Irgendwas waren hier Fliegen. Warum waren hier Fliegen? Oh, eine Pipi-Pflanze. Die wachsen übrigens hier in diesen komischen Ranken am Boden. Schade, dass ich keinen Schlafsack habe bisher. Der ist übrigens mobil, wurde mir gesagt. Da. Ne, das ist eine Ayuga-Plant. Stimmt auch nicht zu verachten, aber im Moment suche ich Pipi-Pflanzen, dass ich mir ein Gegengift machen kann. Falls es... Hier war ich doch schon mal.
Ja, habe ich doch auf irgendeiner Seite habe ich hier schon mal rumgemüllt, oder? Wenn hier die beiden Dinger am Strand liegen, kann ich doch nur hier gewesen sein. Wahrscheinlich am Anfang. Auf jeden Fall finden wir Steine, das ist schon mal viel wert. Das schwobt so ein bisschen hier. Okay, wir sind voll. Lass uns mal probieren. Ich setze mal hier mein Lämpchen ab. So. Ablegen. Ablegen. Nein. E to turn on. Okay, jetzt haben wir's. So, dann machen wir uns hier erstmal einen scharfen Stein. Dann müssen wir noch was anderes droppen, um das da vorne reinzukriegen. Okay. Und eine Crude Hoe. Ne, bitte nicht. Was fehlt uns denn zu unserem Glück, dass wir noch eine Axt hier zusammenkriegen? Zwei scharfe Steine. Na? Okay. Und eine Axt. Nice. Gut, jetzt haben wir zwei Äxte. Eines mit 1,8. Ich würde sagen, die nehmen wir gleich mal und klopfen hier noch ein bisschen was kaputt. Die Lampe müssen wir gleich mitnehmen. Da ist unser Floß. Weißt du was? Dann hauen wir hier noch so eine Palme zu Klump. Batman ist wieder unterwegs. Eieiei. War ich das? Okay. Wann geht die denn kaputt? Warte mal ganz kurz. Kann ich gar nicht glauben. Hä? Habe ich die beide gleichzeitig in der Hand? Ach, der hat die direkt ausgetauscht. Ah, der stackt die und tauscht sie aus. Das ist ja praktisch. So, drei Plätze habe ich auch noch im Floßplatz. Da kann ich auch noch Stein und Holz reinpacken. Und wenn ich es ins Boot reinlege, bin ich ja teilweise zu schwer. Das haben wir ja schon festgestellt. Palmblätter. Weiß ich nicht. Wieso habe ich das denn alles fallen lassen? So, haben wir noch Steine? Einen haben wir noch. Okay. Dann, zwei, warte mal. Dann droppe ich hier mal, sag ich mal, vier. Also was, ich hole mir gleich die Dings wieder, oder? Ich hole mir die gleich wieder. Hier vorne ist ja mein Floß. So, da haben wir zwei von, das lohnt sich kaum. Wir können eigentlich mal probieren. Wir packen jetzt das Floß hier voll Holz. So, jetzt müsste das nämlich voll sein, wa? Genau. So, das haben wir schon mal voll. Und dann nehmen wir hier die Bälle noch mit auf. So, da haben wir vier Steine, zwei Planen. Hier haben wir zwei Bleche. Da haben wir nur zwei. Dann machen wir die vier Bälle da rein. Okay, die zwei Hölzer. Brauchen wir die Hölzer? Gute Frage. Ich würde, glaube ich, lieber noch ein paar Steine mitnehmen, weil das ist definitiv Mangelware. Wir haben jetzt wie viele Stacks? Zwei. Ja, dann schauen wir jetzt mal. Dann holen wir mal den Rest von da hinten. Und ich glaube, ich war ja schon auf der Insel. Weil das am Strand diese losen Setzlinge rumliegen, ich glaube, das ist nicht richtig. Die kann man übrigens auch in den Kondensierer da bauen. Mal planen, da können wir uns vielleicht, brauchen wir vielleicht noch für Segel oder sowas in der Art. Da ist noch... Oh. Haben wir irgendwas Einzelnes dabei? Das Blech. Die Steine hole ich noch, da gehe ich nochmal rum. Ja, jetzt ist gerade Nacht geworden. Abtauchen im Dunkeln ist jetzt nicht so meins. Wobei, dann siehst du wenigstens nicht, was dich frisst. So, Plane. Jetzt haben wir da den Stack voll. Bleche haben wir voll. Okay, ein Blech würde noch gehen.
Und wir müssen die Kisten ja noch wieder in die Tasche stecken. Das ist das große Problem. Wir haben nur zwei Plätze frei. Oder haben wir unten noch einen? Ne, wir haben nur zwei Plätze frei. Hm. Okay, dann würde ich sagen, legen wir das Holz hier mal ab. Und gucken nochmal nach Steinen, beziehungsweise nach diesen Pipi-Plans, weil das ist echt immens wichtig. Weil die Schlange hat mich in dem Livestream gebissen und ich hatte dann keine Chance, mich zu heilen, weil einfach das Leben kontinuierlich nach unten gegangen ist. Und ich einfach kein Gegenmittel hatte. Achso, das ist ein... Ah, jetzt weiß ich, was der alte Spieß ist. Das habe ich hier gelassen. Das war mein alter Kram. Ja gut, die leichten Sachen kann ich auf jeden Fall so ins Boot werfen. Das müsste eigentlich gehen. Aber eine Pipi-Plant wäre schon super. Die guten Saplings hier, das ist eigentlich auch eine Schande, dass ich das hier lassen muss. Guck mal, das sind die Steine. Die kann man abbauen. Seht ihr das? Das ist genau das, was man abbauen kann. Ist halt die Frage, ob wir uns eine Spitzhacke machen. Was brauchen wir denn für eine Spitzhacke? Wir machen nicht wieder die Hoe, nur so rein informativ. Wir bräuchten zwei Leder. Gut, das haben wir auf keinen Fall. Leder haben wir auf keinen Fall. Dazu haben wir zu wenig dabei. Ja, nee, das geht leider nicht. Nee, dann können wir den Stein leider auch nicht wegtackern. Aber das sind genau die Steine, die man auch in Strand Deep wegtackern kann. Und da haben wir leider nicht genügend. Aber ein paar Steine haben wir jetzt bekommen. Gut. So, was haben wir hier noch? Da zweimal Essen, das nehmen wir definitiv mit. Das ist nämlich recht wichtig. Was brauchen wir nicht? Das Holz brauchen wir nicht. So, zwei Steine haben wir noch drin. Zwei Steine noch wäre super. Und dann haben wir zumindest so zwei, drei Stacks Steine und können uns so ein bisschen über Wasser halten. Beziehungsweise neue Werkzeuge dann drüben machen, ne? Haben wir hier noch irgendwas vergessen? Holz, Holz, Holz. Hier war noch einer. Nehmen wir noch mit. Und dann müssen wir eigentlich rein. Inhaltstechnisch müssen wir schon wieder zurückfahren. Weil wir einfach keinen Platz mehr haben. Und da ist der zweite Stein zu unserem Glück. Ich pack jetzt mal lieber zu viel ein. Ach guck mal, das ist ja relativ nah. Da können wir noch auf das Floß drauf. Da hinten blubbert's. Oh, Reifen wären ja auch super normalerweise. Ha! Hier war ich doch schon. Niemand nimmt solche Palmwedel mit. Na, geh hoch. Geht doch nicht. Ist hier noch eine Kiste? Das kann doch nicht sein. Hier war ich doch hundertprozentig. Guck mal, wie schön die Koralle aussieht nachts. Doch, auf der Insel war ich schon. Ach, verdammt. So eine Seegurke. Mm. Lecker Seegurke. Ja, Pipi-Plant, das sind Yucca-Fruits. Weiß gar nicht, wofür ich die brauche. Brauche ich bestimmt auch irgendein Antidot. So nennt sich das. Nee, das Antidot ist das Gegengift für die Schlangenbisse. Ja, hier war ich hundertprozentig auf der Insel. Die Setzlinge in der... In dem Schrank waren eigentlich dann das eine, der eindeutige Beweis. Und hier müsste es normalerweise wachsen. Ich habe ja auch drüben eins angesetzt. So, Steine. Da kriegen noch zwei dazu. Eins, zwei. Dann können wir hier den droppen. Ah, wir haben schon viermal Tuch. Okay. Dann du, weg. Die Kiste schauen wir uns noch an. Oh, leer. Das ist ja sehr nett. Wie aufdringlich. Cool. Ja, dann hätte ich gesagt, packen wir hier auf jeden Fall Blömchen rein. Und nehmen das Holz mit, oder? Ist das dein Ernst, dass ich jetzt hier... Naja. So, was können wir noch reinpacken? Wir haben nur einen Stein mehr, ne?
Hier war alles voll, ne? Das war alles voll gestackt. Jo, 4, 4, 4. Super. So, dann können wir noch eine Sache hier reinpacken. Was packen wir noch rein? Die Lampe. Sehr schön. So, hier wächst nichts mehr. Wollen wir hier nochmal ins Wrack reinschauen? Ach, was soll schon passieren? ja, wir probieren's. Ist hier noch eine Kiste? Ich habe die Lampe schon abgegeben. Electrical Parts brauchen wir bestimmt später nochmal für irgendwelche wichtigen Dinge. Und da hinten tauche ich ganz sicher nicht im dunklen Gewässer. Da sehe ich A nichts. Und B habe ich keinen Bock, mit dem Hai zu kuscheln. Da ist nämlich ja schneller Feierabend, als ich gucken kann. So, jetzt schauen wir mal. Immer noch zwei Plätze frei. Okay. Hölzer noch mitnehmen. So, vier. Ein Platz für ein Paddel. Und dann gucke ich mal da drüben noch an dem Ding vorbei. So, wo war unsere, was haben wir gesagt? Wo war unsere Insel? Nordwesten, meine ich, war das, habe ich gesagt, oder? Was habe ich gesagt? Ihr wisst selber nicht mehr, was ich weiß selber nicht mehr, was ich gesagt habe. Nordosten, so rum, Nordosten. Also es ist die Insel. Alles klar. Okay. Super. Geh doch in das Boot rein, Diggi. Wie, kein Platz. Ja, was habe ich denn zu viel dabei? Ach, weißt du was? So. Oh. So, schauen wir mal, ob auf dem Boot hier noch eine Kiste schwobt. Ey, ey, ey. In welche Richtung drehst du? Bist du doof? Paddel in die andere Richtung. Warte mal. Probieren wir mal kurz was. Ja, so geht's. Ja, das Paddeln ist auf jeden Fall interessant. Ah, ich laufe hier auf einen Riff auf. Deswegen komme ich nicht weiter. Okay. Komm mit, Boot. Okay. Ne, da war keine Kiste mehr auf dem Dach, war. Ne, ne, nicht tauchen. Ich habe jetzt keinen Bock zu tauchen. So, sind wir richtig? Ist das unsere Insel? Nochmal kurz die Welt checken, die Mail checken. Nordosten, jo. Okay, ich würde sagen, da ich jetzt wieder relativ lang zurückzupaddeln habe, sehen wir uns dann einfach zur nächsten Folge wieder. Wir haben ein bisschen, wir haben noch ein bisschen was zu holen. Und dann schauen wir mal. Dann werden wir mal noch, Steine haben wir jetzt zwei Stacks, glaube ich. Das müsste uns eigentlich erstmal retten. Und dann werden wir auf jeden Fall nächste Folge nochmal auf eine andere Insel fahren. Und um uns dann anzugucken, was wir da noch so finden können. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich paddel wieder zurück. Das gebe ich euch nicht. Und dann sehen wir uns bei Tag wieder auf unserer Heimatinsel. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.